Ja, hallo liebe Konfis, euer Colo TV Schweichteam meldet sich mit einem, ja, ich würde sagen, kleinen Ferienspecial bei euch. Wir haben uns gedacht, damit ihr uns über die Sommermonate nicht vergesst, stellen wir euch vielleicht noch zwei Aufgaben. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht in den Ferien abliefern. Ihr habt auch danach noch zwei Wochen Zeit. Ja, und ich würde sagen, das Team erklärt euch mal schnell, worum es geht. Ihr habt durch unseren Lockdown-TV schon mal einen kleinen Einblick in die Konfi-Zeit gewinnen können. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, läuft dieses Jahr nicht alles so ab, wie es die vorigen Jahre der Fall war. Und dementsprechend ist vieles anders. Was uns aber trotzdem interessiert, ist, welche Erwartungen habt ihr an das Konfi-Jahr? Was habt ihr für Befürchtungen? Worauf freut ihr euch besonders und was glaubt ihr, dass überhaupt so auf euch zukommt? Gerne auch in Bezug auf das, was ihr bereits jetzt durch unseren Lockdown-TV erfahren habt. Schreibt uns dazu doch bitte jeweils mindestens 5 Punkte auf, was ihr in der Konfi-Zeit oder für die Konfi-Zeit erwartet. Also ich wurde im Jahr 2016 konfirmiert und hatte natürlich davor auch einige Erwartungen und Hoffnungen, was den Konfirmandenunterricht angeht, aber auch die Konfirmation selbst. Und zwar wollte ich erstmal gut vorbereitet werden auf den Tag, sodass ich mir dann überhaupt keine Sorgen mehr machen muss. Und ich wollte natürlich auch in die Gemeinde eingeführt werden, sodass ich den Gottesdienst besser verstehen kann und auch die Mitglieder und deren Funktionen kenne. Dann habe ich mir natürlich auch gewünscht, neue Freunde dort zu finden, vielleicht andere von Schulen kennenzulernen oder aus anderen Orten hier in der Region. Und dann zuletzt wollte ich natürlich auch einfach Spaß haben, Dinge erleben. Wir haben Ausflüge gemacht und darauf habe ich mich einfach richtig gefreut und war sehr, sehr gespannt, was das Jahr für mich bringen würde. Ich denke, den meisten von euch geht es von den Wünschen und Erwartungen her ähnlich. Und ich kann euch beruhigen, ihr werdet sicher nicht enttäuscht. Und zwar kann ich nur berichten, dass ich auf jeden Fall ein paar Freundschaften im Konfirmandenunterricht geschlossen habe und wir am Ende unseres Jahres auf jeden Fall eine richtige Freundesgruppe geworden sind, zu der echt alle dazu gehört haben. Und es war fast schade, wenn man sich dann nach dem Jahr nicht mehr so regelmäßig gesehen hat. Außerdem wurde ich auch echt gut auf meine Konfirmation vorbereitet und habe mich gerade am Ende jeden Tag mehr darauf gefreut. Und ich wurde auch wirklich in die Gemeinde eingeführt. Also ich habe viele Leute kennengelernt mit unterschiedlichen Funktionen in der Kirche und bin auch danach, nach meiner Konfirmation, noch einige Male im Gottesdienst gewesen und habe mich da einfach wohlgefühlt und ein bisschen, als würde man so nach Hause kommen. Und erlebt haben wir auf jeden Fall auch tolle Dinge. Wir wissen zwar nicht, wie es mit Corona weitergeht, aber vielleicht erwartet euch ja auch eine Konfi-Fahrt oder auf jeden Fall ein paar Ausflüge oder unsere Konfi-Aftershow-Ereignisse. Ich hoffe, ihr habt vor allem positive Erwartungen an den Konfi-Unterricht und eure eigene Konfirmation und dass diese dann auch erfüllt werden und ihr wirklich Spaß und Freude an diesem Jahr Konfi-Unterricht habt. So, liebe Konfis, wir haben noch eine weitere Aufgabe für die Sommerferien für euch. Die hat mit diesem Buch zu tun. Ihr müsst es auch nicht auswendig lernen, müsst es auch nicht ganz lesen, aber bitte einen Spruch daraus euch aussuchen und den irgendwie kreativ gestalten. Also zum Beispiel mit Straßenkreide irgendwo hinschreiben oder mit Buchstaben Suppe legen. Ganz egal, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr schickt uns davon am Ende ein Foto und dann können wir daraus wieder was Schönes machen.
Noch ein kleiner Tipp von mir. Vielleicht findet ihr ja auch einen Bibelvers, der nächstes Jahr euer Konfirmationsspruch werden kann. Dann hättet ihr quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Falls ihr Unterstützung braucht, es gibt da eine ganz schöne Internetseite www.konfispruch.de. Da gibt es ganz gute Entscheidungshilfen. Und ja, vielleicht ist das ja eine Idee für euch. Also, die Aufgaben dürften klar sein. Ihr habt, wie gesagt, auch nach den Ferien noch 2 Wochen Zeit dafür. Der 31. August wäre dann die Deadline. Also dann müssten wir die Ergebnisse zurückbekommen. Wenn ihr soweit seid, schickt eure Worte und Fotos wie immer an christoph.schan@ekir.de. Und jetzt wünschen wir euch erstmal schöne Ferien, tolles Wetter, wunderbare Erlebnisse, egal ob zu Hause oder unterwegs. Und bei all dem Gottes Segen. Wir sehen uns. Tschüss.